Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge hier im Leitstellenspiel hier bei Florian Hamburg. Ja, und gleich vorweg erstmal die Neuigkeiten des Tages. Ich habe die Rettungswache Ansen ausgebaut. Jawohl, das habe ich getan. Und wir haben in Salzgittertiden Einsatz. Cool. Also auch wieder am Arsch der Welt, ja sogar noch weiter weg. So, den können wir tatsächlich aber aufmachen. Falls dann da unten noch irgendwer zugange ist, dann kann er damit anfangen. Ja, wie ich das schon versprochen habe, die Woche gibt es ein bisschen mehr Einsätze. Entsprechend habe ich natürlich dann jetzt, wie ich das eben schon gesagt habe, die Rettungswache in Ahnsen ausgebaut. Jo. Aber auch gut, da schickt er uns zu dem Ahnsen. Mein Sersen. So. Aber ich habe auch die Feuerwehr in Ahnsen gebaut. So. Das passt dann wenigstens. Schmeißen hier auch mal so ein bisschen das Ganze an. Könnt eigentlich auch so mein Turbo anschmeißen. Alles völlig wurscht. Ja, und hier runter dauert das natürlich jetzt, ne? Richtig. Gut. Abtacke. Ja, hier habe ich erstmal einen HF hingestellt. Mit dieser Grafik. Normale Kennung als HLF deklariert. Ja, werden wir, weiß ich nicht, denke mal einen normalen Löschzug draus machen. Also den werden wir dann ähnlich aufbauen wie hier, nur ohne Gefahrgutkomponente. Also das heißt Drehleiter und so weiter und so weiter. Ne, das denke ich mal sollte. Na, wobei eigentlich müsste man müden. Ja. Naja, wir brauchen eh genug. Dann können wir ja auch entsprechend gucken, dass das dann dort auch entsprechend zu Gange geht. So. Ja, dann steht als nächstes tatsächlich auf dem Plan, dass ja, am Gifhorner Krankenhaus was passiert. Ne? Also die nächsten 200.000 wandern definitiv in das. In ein weiteres Krankenhaus am Standort Gifhorn, damit wir dort die nötigen Kapazitäten haben. Würde dann sogar auch vorschlagen, dass wir die Ausbauten erstmal Ausbauten sein lassen, also den ersten anschmeißen oder vielleicht die ersten zwei und dann erstmal die Betten ausbauen. Ja, also so nach und nach die Betten ausbauen. Da würde ich dann gerne tatsächlich diesen Schritt gehen. Dass wir jetzt das Krankenhaus bauen als erstes und dann im nächsten Schritt eine weitere Feuerwehr. So würde ich das persönlich gerne machen. Ob wir dann zwischendrin noch irgendwie irgendwo Fahrzeuge bauen müssen, das werden wir dann sehen. Ja, also ich meine hier unten, also ich merke definitiv, die Einsätze werden hier unten in dem Gebiet größer. Aber sie treten auch vermehrt auf. Ja, also ich denke mal, dass wir dann auf jeden Fall an der Stelle hier auch hier noch nachsetzen müssen. Also Polizei, Rettungsdienst auf jeden Fall. Da werden wir nicht drum rum kommen. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Ja. Aber gemacht, gemacht. Wir kümmern uns jetzt als nächstes um die Feuerwehr in Pese. Das steht jetzt als nächstes auf dem Plan. Ne, dass wir das diese Woche dann definitiv fertig kriegen mit der Samtgemeinde Meinersen. Das ist mein persönliches Ziel. Ja, dass wir hier da fertig sind. Mit Meinersen. Ich denke mal, das ist nicht unbedingt zu ambitioniert, aber definitiv. Ja, erstrebenswert. Ne? Wir brauchen jetzt noch Pese.
Spökelse, Flettma, Dingens, Diephorst und Hahnenhorn. Also immer noch sechs oder wie ist? Nee. Pese, Bökelse, Flettma. Nee, es sind noch fünf. Fünf sind's. Ja, da haben wir dann aber auch so ein bisschen was zu tun. Andererseits könnte man natürlich dann auch sagen, okay, komm, das Krankenhaus bauen wir dann, wenn wir es brauchen. Könnte man machen. Ja, müssen wir mal gucken. Ich werde das so machen. Wenn ich die 200.000 habe, dann gucke ich, wie viel Platz noch im aktuellen Haus ist. Ich meine, aktuell liegt ein Patient, also das hält sich ja nur wirklich in Grenzen. Das heißt, wir haben noch 29 Patienten, die wir ja, zwischendeponieren können. Allerdings kann natürlich ein Großeinsatz das ganze Gleichgewicht auch schon wieder zerstören. Da kann man allerdings natürlich dann auch gucken, dass man dann ein bisschen großflächiger das Ganze verteilt. Was im Umkehrschluss wieder dazu führt, dass wir, ja, tja, weiß ich nicht. Ist halt so eine Überlegungsgeschichte, ne? Was ist am sinnvollsten? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, wir machen das wie folgt. Wir sammeln jetzt einfach Kohle. So, es wird Kohle gesammelt. Entweder ich komme mit dem Krankenhaus hin, bis ich die nächste Feuerwehr bauen kann, oder wir müssen vorher Krankenhaus bauen. So würde ich das vorschlagen. Wobei ein Krankenhaus da natürlich auch nicht reicht, ne? Da müssen wir dann auch wieder Sprechwunsch. ganz klar sein. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen, denke ich. So. So werden wir es machen. So. Uns fehlt immer noch ein EW2, ne? Müsste man mal gucken. Ich weiß gar nicht. Haben wir hier Personal? Haben wir. Weiß ich nicht, ob ich den da einstellen möchte. Bin ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen unschlüssig drüber. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Geht das schon wieder los mit dem Säureangriff? Na, lecko mio. Das ist ja eh fertig, ne? Ganz ehrlich, nee, wir machen das anders. Wenn wir wirklich Bettenengpass kriegen in Gifhorn, dann haben wir immer noch Wolfsburg, wir haben Witting, wir haben Braunschweig und im Zweifelsfall geht es nach Hannover. Wir haben hier genug Krankenhäuser. Bevor wir das nächste in Gifhorn bauen, bauen wir erst mit Braunschweig. So machen wir das. Sprechwunsch. Und wir haben in Braunschweig aktuell keine Notwendigkeit, also im Zweifelsfall schicken wir dann den RTW auch mal ein paar Sprechwunsch. Kilometer weiter. So würde ich das einfach mal vorschlagen. Ja. Brauchen wir noch ein NEF. Los geht's.
Ich denke, das ist dann aber auch die definitiv bessere Alternative. So kommen wir schneller zur nächsten Feuerwehr. Sprechwunsch. Und damit ist, denke ich mal, allen wesentlich besser geholfen als anders. Behaupte ich jetzt einfach. Wie sieht das eigentlich hier in Gifhorn aus? Wir haben einen Cardioveren mit 2 TLF, eine Drehleiter, ein LF20, ein HLF, ein Kran, Höhenrettung und ein Dekon P. Ja. Ja. Irgendwie, weiß ich nicht. Da müssen wir hier auf jeden Fall noch irgendwas mit dran basteln. Zwischendurch irgendwann mal. Der kommt, der auch. Auf geht's. Sprechwunsch. Der will einen Hubschrauber, warum das denn? Ist das ein VIP oder was? So ein very inkompetenter Person. Ja, gut. Nee. So machen wir das, ja. Ist der beste Plan, definitiv. Sprechwunsch. Hey, schon wieder Einsätze ohne Adresse, das ist ein Träumchen. Was haben wir denn hier eigentlich? Könnten wir sogar noch ein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das ist unser. Das hier nicht, ne? Nee, mach das einmal auf. Ist da eine neue Seite? Nee, gibt's nicht. Naja, egal. Mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber. Zwischendurch auf jeden Fall werde ich dann nochmal gucken, dass ich uns auch noch ein paar Grafiken organisiere. Speziell was kleinere Fahrzeuge angeht. Damit wir da auch so ein bisschen mehr Abwechslung haben. Sprechwunsch. Gerade was TSS angeht, TSFWs, GWAs und so weiter. Da werde ich mich definitiv mal heute Nachmittag dran setzen. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt, würde ich sagen. Der ist ein bisschen groß. Ein bisschen sehr groß. Aber gut. Jo, das passt. Bist du? Vor allem, wo kommst du her? Bist du aus Isenbüttel? Es sieht so aus. Ja. Der braucht definitiv auch noch was hier. Sprechwunsch. Er ist aber auch voll fährt, der ist voll, das ist doof. Ja, irgendwann müssen wir das Ganze hier echt mal ein bisschen ausbauen. Da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Leider. Schornsteinbrand. Auch in Ordnung. Nee, da brauche ich kein ELW2, da brauche ich eine Drehleiter. Ja, dich will ich. Straße unter Wasser, das war das mit den Streifenwagen, jawohl. Ordentlich gestürzte Person ist auch in Ordnung. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder ein bisschen Sprechwunsch. runter, weil wir nämlich am Folgenende angekommen sind.
Ja, ich mache mir dann noch mal so ein bisschen Gedanken, überlege mir das ein oder andere, werde weiterspielen, werde dann gucken, wie wir mit den Betten hinkommen. Kann ja sein, dass innerhalb der nächsten 20.000 Credits noch irgendwie hier ins Stadion kommt und uns hier alle Krankenhäuser in der Umgebung zuknallt. Ist ja auch durchaus denkbar. Ansonsten kümmere ich mich dann als nächstes um die Feuerwehr in Pese und dann gucken wir weiter, ne? Nächste Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.